Das Jahr 2010 hat uns von Australien weg und nach Asien gebracht. Auf Phuket, zum genau sein. Auf Empfehlung haben wir in Patong Beach bei einem Schweizer in einem Gästehaus ein Zimmer bezogen. Und Minuten später haben wir uns inmitten von Asien wiedergefunden. Es macht Spass, den Menschen, die hier leben, beim täglichen Treiben zuzuschauen. Man darf sich aber nicht täuschen lassen. Jeder, der hier lebt, lebt vom Tourismus. Patong Beach ist berühmt-berüchtigt für sein Nachtleben, wie auch für seinen Strand und dafür, dass es für jeden Tourist etwas zu konsumieren gibt. Und so verkaufen dann heisst alles, was man kaufen will. Egal, ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Essen, spezielle Fußspas, gefälschte Marken-T-Shirt, Uhren oder eine von diesen berühmten Thai-Massagen kann man an jedem Ecken erstehen. Und am Abend blüht der Sextourismus. Überhaupt ist es auffällig, dass Patong in mitteleuropäischen Händen schien sind. So sieht man ganzen Haufen mitteleuropäische ältere Herren, meistens in Begleitung von einer jungen Thai. Die Stadt ist das Zentrum der Insel und schon viel weniger touristisch. Zeit für mich, einen günstigen Haarschnitt machen zu lassen. Und da der Roman gefunden hat, das Resultat lässt sich zeigen, hat er auch gerade angekippt. Doch keine Hoffnung, dass man als Tourist nicht ausgenommen wird. Obwohl der Haarschnitt nur 3.30 Franken gekostet hat, sehen wir auf der Preisliste, Foreigners kostet extra. Mit dem Tuk-Tuk sind wir gut Stadtrundfahrt machen. Und der Tuk-Tuk-Fahrer hat unseren Söhnen schon gleich seine Tochter präsentiert. Auf dem Handy wenigstens. Als nächstes sind wir den schönsten und grössten Buddhistentempel von Phuket anschauen. This is Shiva, right? Ist die Fahrt am Hafen vorbei zu den heiligen Monkeys. Auf dem Heimweg nach Patong hat der Roman gemäß seiner Aussage sein erster angeschriebener Puff gesehen. Und am Abend haben wir uns einmal mehr von der wunderbaren thailändischen Küche verwöhnen lassen. 10 Franken der Fisch. 300 Baht. Ah, okay. Very easy. Yeah. Oh, very easy. No cool. Haha, yeah. Bring us a hammer, please.
Und nach dem Nachtessen haben wir uns am Strassenrand einen super feinen Banana-Pancake machen lassen. Phuket hat uns gut gefallen, aber wir wollen ja um die Welt. Darum sind wir am nächsten Tag weiter mit dem Bus. Richtung Norden, an verträumten Häfen und an Gummiplantagen vorbei auf Khao Lak. Khao Lak ist spätestens seit den Bildern vom Tsunami weltberühmt. Vom Tsunami sieht man nicht mehr viel. Khao Lak ist ein Resort-Ferienort, ganz in den Händen der Deutschen. Oder wie der Roman so schön gesagt hat, nach 5 Jahren sind die Deutschen zurück, nur die Thailänder noch nicht. So trifft man auf thailändische Schneider, wo die Touristen ihre Massanzeige machen. Und am Strand trifft man ein paar Familien, die mit dem TUI-Animationsprogramm Heißluftballon steigen lassen. Doch wir sind ja aus einem anderen Grund auf Khao Lak. Roman, was machen wir? Wir gehen morgen tauchen. Weeha! Und an diesem Abend sind wir uns alle einig gewesen. Das war der schönste Tauchgang von allen, die wir auf dieser Weltreise bis jetzt gemacht haben.